Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Subnautica, meine lieben Freunde. Wir werden heute gucken, dass wir erstmal hier unser Kommunikationsgerät benutzen. Ey, das kann ich sogar jetzt hier benutzen? Ist das... War das nicht kaputt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir eine neue Nachricht im Communicator und wir können ja einige Sachen bauen. Wir haben nämlich in der letzten Folge sehr viele Sachen gescannt und ja, das wird auf jeden Fall heute ziemlich interessant werden. Also auf geht's! This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. So, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zur Basis. Ich hatte letztes Mal das Problem, hier ist Strahlung. Warum ist hier auf einmal Strahlung, Leute? Als ich die Basis gebaut habe, war da kein bisschen Strahlung. Jetzt auf einmal ist hier alles voll mit Strahlung. Kann das daran liegen, weil das Ding explodiert ist? Ich kann halt nichts mehr in der Basis machen, weil die jetzt komplett mit Strahlung voll ist. Das heißt, ich muss mir komplett eine neue Basis bauen. Ich meine, das ist jetzt nicht ein Riesenproblem, weil wir haben da jetzt nicht so viel Ressourcen verballert, ne? Aber trotzdem müssen wir jetzt halt erstmal einen neuen Spot wieder suchen. Und da muss ich die ganzen Sachen halt umverlagern. Okay, dann bedeutet das in der heutigen Folge, Leute, wir suchen einen richtig geilen Spot, um eine geile Basis zu bauen. Erstmal muss ich jetzt aus dem ganzen Metallschrott eben Titan machen. Ich meine, wir können ja die Basis trotzdem dort lassen. Die stört ja niemanden. Und wenn ich mal irgendwie im Notfall irgendwo hin muss, dann habe ich da einen Zwischenspot. Oh, erstmal ein bisschen Titan. Vor allen Dingen, ich habe gedacht, dass ich durch den Strahlenschutzanzug geschützt bin. Ich kriege aber trotzdem die ganze Zeit Damage, ne? Hier ist auch Strahlung. Überall ist Strahlung. Holy shit. Ich muss halt echt einen extrem guten Spot finden. Am besten einen, der schon möglichst tief ist, weil wir müssen ja später sehr tief runtertauchen überall. Obwohl, ich könnte erstmal auch hier mit so einer Anfangsbasis anfangen. Und dann, wenn ich mich damit aufgebaut habe, dann mache ich mich nachher auf den Weg und baue mir im nächsten Spot, der gut ist, die nächste Basis. Ich meine, so eine Basis ist ja sehr schnell gebaut, ne? Die Ressourcen hat man ja ruckzuck dafür. Ich sag jetzt mal als Beispiel, wir fangen jetzt einfach hier an. So, zack. Haben wir schon das erste Stück. So, dann brauchen wir hier jetzt eine Luke. Guck mal, hier gibt es sogar jetzt den Scannerraum. Den habe ich ja zum Glück nirgendwo bis jetzt gebaut, wirklich. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Hier hatte ich... Okay, das kann ich rausnehmen, ja. So, hier habe ich jetzt noch Frachtraum. Da packen wir jetzt mal ein paar Sachen rein, damit ich wieder ordentlich Platz habe. So, und jetzt müssen wir erstmal zu meiner alten Basis, also zu der hier unten, und müssen da den Stuff rausholen, so gut es geht. Seegleiterfragment. Einfach mal mitnehmen, weil da kriegen wir wieder Titan. So, die Strahlung macht natürlich jetzt Schaden. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Hier haben wir die Säurepilze. So, und wieder raus da. Mit Fasern kann ich ja auch gleich mir zur Not so ein Medikit machen. Um mich damit wieder voll zu heilen. Aber der Damage ist eigentlich überschaubar. Nach und nach kriege ich das Ding jetzt leergeräumt dort. Das ist das geringste Problem. Ich kann mir ja jetzt schon mal wieder eine Batterie herstellen. Dann sind wir auch mit dem Seegleiter wieder was schneller unterwegs. Zack. So. Dann sagen wir dem, nimm die Batterie. Genau. Boah, ich habe so viel Titan, ne? So, jetzt packen wir mal ein bisschen hier noch um.
Oh, wartet mal. Wir nehmen mal ein bisschen von dem Titan noch mit. Ich glaube, für einen Spind hat man noch Dings gebraucht, ne? Schreibtisch, ja. Warte, wo haben wir ihn? Da, Quarz. Das heißt also, ich kann mir hier, ja, Quarz rausnehmen. Nehme mir dann noch ein bisschen Titan. Zack. So. Zack. Dann bauen wir jetzt hier das Ding dran. So. Okay, wir brauchen noch folgende Sache. Einmal so ein Ding. Weil dann lädt die sich jetzt mit Energie auf. Genau. Und wir brauchen so eine Luftpumpe, glaube ich. Oder kriegen wir so Luft schon? Ja, okay. So. Dann geht's jetzt erstmal los. Hier kommt der erste Schrank hin. Zack. Hier der nächste. So. Hier wieder ein Schrank. So, können wir noch einen bauen, ja? Je mehr Schränke wir haben, umso besser, weil dann kann ich nämlich alles schön einsortieren. Und das ist das Wichtige. Okay, jetzt können wir keinen mehr bauen. Wir können aber jetzt schon mal hier Stuff reintun. Oh no. Bitte. Bitte sag jetzt nicht, ich habe deswegen Schaden bekommen, weil der die ganze Zeit den Strahlenschutzhelm nicht anhatte. Dann drehe ich durch. Ich könnte weinen. Er hat den Strahlenschutzhelm nicht angezogen. Er hat alles vom Anzug angezogen, nur den Strahlenschutzhelm nicht. Und deswegen habe ich die ganze Zeit Schaden bekommen. Warte mal, konnte man nicht dekonstruieren und dann die Sachen dadurch kriegen? Ah, wenn die Spinde leer sind. Warte mal. Ich meine, das Gute bei Subnautica ist, die Sachen kosten halt nicht sehr viel Material, ne? Leute, du kriegst alles 1:1 wieder? Das ist ja absolut easy going. Seek fluid intake immediately. Ja gut, dann ist das ja überhaupt nicht schlimm. Ja, dann ist das halb so wild, Leute. Dann hat mich das jetzt nicht wirklich... Dann hat es mich nur ein bisschen Zeit gekostet, halb so wild. Gut, wer kann denn wissen, dass der alles anzieht, nur den Helm nicht? Was ist denn los mit ihm? Der ist so eine hochentwickelte Menschenrasse hier. Die können Raumschiffe mit Warp-Antrieb und allem bauen. Der kann mir mit einem Werkzeug erschaffen, was Wände und Türen und alles erzaubert. Und von alles selbst konstruiert. Und dann ist er zu dumm, sich einen Helm anzuziehen. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch lächerlich. Hör auf, meine Basis voll zu furzen. Welcome aboard, Captain. Nein, jetzt nicht. Ich bin stinksauer, weil mein Typ hochtechnologische Dinge erschaffen kann, aber zu kacke ist, um sich einen Helm anzuziehen. Alter, die sind verfault. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Blasenfische wieder. Blasenfische für jede Menge Wasser. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wo diese Basis war von mir. Jetzt gerade ist es halt dunkel, ne? Das ist ein bisschen schwierig dann zu erkennen. Aber wenn wir hier auch noch so Blasenfische haben, dann sammle ich die auch noch ein schnell. Weil wir stellen gleich Unmengen an Wasser her daraus. Hier ist nichts drin.
Ich habe die ja hier in unmittelbarer Nähe gebaut. Da. Okay, passt. So. Jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen Wasser. Oh nein, keinen gegrillten Blasenfisch. Shit. Hier müssen wir lang. Erstmal wieder zurück zur Basis, alles schön verräumen und dann let's go, der Hase. Ich habe aber immer in der Basis hier so ein bisschen, ja, so kleine FPS-Drops, ne? Ist das normal? Habe ich ja schon letztes Mal gefragt. Aber da hat mir ja keiner geantwortet von euch. Oder liegt das vielleicht daran, weil ich das Game in 2K zocke und das nicht so geil ist? Moment, wir machen noch ein paar Spinde. Der Vorteil ist nämlich, hier habe ich jetzt haufenweise Titan. Und dann kann ich ganz viele Spinde mir hier auch jetzt hinmachen. Dann kann ich die Sachen schön einsortieren. So, zack. Okay, jetzt können wir nämlich hier die Schweber reinpacken. Hier nehmen wir jetzt das Silikon und so raus. Das können wir auch rausnehmen. Das hier ist der Wasserschrank. Das hier ist der Essensschrank. Hier machen wir Korallen und Säure-Dings rein. So, hier kommen so organische Dinge rein, würde ich sagen. Zack. Ja, und hier so Rohstoffe halt, ne? Erze. Vorwiegend. So, und hier Equipment Stuff. Okay, wartet mal. Wir haben jetzt den Scannerraum, den wir bauen können, ne? 5 Titan, 2 Kupfererzen, Gold und eine Tischkorallenprobe. Gold, 2 Kupfererz, 5 Titan und eine Tischkorallenprobe. So, die Frage ist jetzt... Moment. Die brauchen wir ja auch nicht. Kann ich da irgendwie das da oben dran bauen? Das muss doch gehen. Ah, guck mal hier. Warum nicht? Da müssen wir nochmal hier so eine Segmentröhre bauen. So eine. So eine. Ach, ich muss noch Verstärkung bauen. Ach du Kacke. Höhlenschwefel. Alter, was ist hier los? Meine ganze Basis. Oh Gott. Ich brauche auch noch Höhlenschwefel. Den habe ich noch nie gefunden. Ich weiß überhaupt nicht, wo es den gibt. Also den wird es wahrscheinlich in Höhlen geben. Aber wartet mal, hier gibt es doch diese Höhlen, wo so Dampf rauskommt. Warte mal, die explodieren. Kann es sein, dass man von denen vielleicht was kriegt? Ja!
Okay, wir werden jetzt so eine heftige Basis bauen, Leute. Ich sag's euch. Okay, das Reparieren macht ja keinen Sinn. Ich muss ja jetzt erstmal verstärken. Lithium. Oh, wo findet man das denn? Das muss ich ja erstmal jetzt finden. Okay, da ist irgendwas, was angreift. Laserschneiderfragment. Ich glaube, das brauche ich noch, ne? Nee, ich brauche noch eins. Ich glaube, Lithium habe ich bisher noch gar nicht. Ich muss dafür erstmal welches finden. Da müssen wir aber jetzt erstmal gucken. Ich meine, meine Base ist ja trotzdem so benutzbar, ne? So. Ich glaube, dafür muss ich echt den Scanner haben für Lithium, ne? So. Wir müssen ja alles reparieren. Junge, wie kaputt das hier ist. Holy. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Gut, jetzt ist die Frage, wie kriege ich das Wasser da raus? Ah, das scheint gerade rauszugehen. So, die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, wie kriege ich diesen blöden Scannerraum hier dran gebaut? Das muss doch irgendwie gehen. Kupfererz, Gold und Tischkoralle. So, damit da nichts kaputt geht. Und hier kann ich nämlich, glaube ich, Batterien dran laden. Überträgt Scannerraumdaten an die Sichtfeldanzeige, okay? Sehr geil. Okay, wir machen erstmal hier Kommunikationsgerät. Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. So, und wir werden jetzt mal gucken, dass wir schauen. Oh, warte mal. Letzter Übertragungsort des zweiten Offiziers Keen, okay. Ach, hier ist eine Kamera. Hirnkoralle. Probe von der Hirnkoralle. Kann man das nicht scannen?
Das müssen wir mal ausprobieren gleich. Zurück zur Basis. Dann können wir das mal versuchen zu scannen. Scanner-Erweiterungsmodul. Ah. Ich kann die Reichweite erhöhen und alles, ja. Datenbox, okay. Gut, ich tue es einfach mal so lange hier rein. Genauso wie das Kreaturenei. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Eher zu dem nächsten Dings hier. Vielleicht finde ich ja dann unterwegs dahin auch Dinge, die ich brauche noch, ne? Neue Erze oder sowas. Die nehmen wir auf jeden Fall immer schön mit, damit ich einen ganzen Spind voll mit Wasser hinbekomme. Oh, hier sind sehr viele Wrackteile. Wir müssen hier mal Ausschau halten. Labortisch. Signalbojenfragment. Schnell auftauchen. Hier ist das andere Gravitationsfallenfragment. Was haben wir hier? Nichts, ne? Batterie wechseln? Oh Gott. Oh, da brauche ich ja... da komme ich doch niemals hin. Da brauche ich ja wahrscheinlich diese Seemotte für. Ich muss gucken, ob ich hier für diesen Schneidbrenner noch was finde. Zum Scannen. Ensure against dehydration and eventual death. 30 seconds. New blueprint acquired. Ob hier noch irgendwas ist, was ich vielleicht vergessen habe? Ja, Laserschneider-Fragment. Das ist es. Bam. Batterieladestation-Fragment. Zack, haben wir auch. Okay, wir haben aber trotzdem einiges geschafft wieder, Leute. Sehr geil. Wir haben jetzt den Laserschneider. Wir müssen jetzt halt gucken. Ich muss an ein, ich glaube noch an ein Scanner-Ding kommen für die Seemotte. Und dann kann ich die bauen. Oder konnte ich die nicht sogar schon bauen? Ich meine, das ging sogar. Mir haben da nur irgendwelche Materialien gefehlt. Können wir jetzt mal eben schnell schauen. So. Ja, Titanbarren, Energiezelle, Glas, Schmierstoff, Blei. Oh, das können wir sogar relativ schnell. Sehr geil. So, wartet. Also, wir brauchen Glas. Ich glaube, es waren zwei sogar, ne? Moment. Titanbarren. Bam. Genau, Wasser wollte ich herstellen en masse. So, wir müssen nochmal hoch. Ich muss nochmal jetzt gucken, was ich genau alles brauche. Noch ein Glas und eine Energiezelle.
So. Er ist ja runtergefallen. Und sie wird gebaut, die Seemotte. Bam. Let's go, Leute. Ey, nice. Jetzt können wir uns das erstmal direkt gönnen hier. Weil mit der Seemotte kommen wir auf bis 200 Meter ohne Probleme. Die Teile gegen die Seemotte knallen. Wow, ey. Lasst meine Seemotte ganz. Hull damage imminent. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Location uploaded to PDA. Integrating new PDA data. Boah, es ist so dunkel, du siehst gar nichts hier. Warte mal, ich muss die, glaube ich, noch ein bisschen reparieren. Nee, das ist die Energie, ne? Von der Energiezelle, glaube ich. So. Jetzt erstmal zurück zur Basis. Warning. Emergency power only. Oh, die Energie Oxygen ist leer. Production offline. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Müssen wir gleich mal gucken. This is Lifepod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Position des Signals im PDA gespeichert. Okay. Ja, sehr geil, Leute. Dann würde ich sagen, da sind wir auf jeden Fall für eine Folge relativ weit gekommen. Wir hatten zwar ein bisschen am Anfang durcheinander hier, ne? Wegen Base und sowas. Aber das hat sich ja jetzt gelöst. Sehr geil. Energie ist wieder drinne. Und wir haben jetzt die Seemotte gebaut. Die ist am Start. Und wir haben hier auf jeden Fall jede Menge Spinne, wo ich jetzt Sachen einsortieren kann. Und dann werden wir gucken, dass wir in der nächsten Folge ordentlich weitermachen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Subnautica. Bis zum nächsten Mal.